Hey ho und herzlich willkommen zu unserem Kanal mit Schmackes. Ich bin André. Und ich bin Tobi. Und heute wird es wieder ein Let's Play geben. Und zwar nicht wie geplant von Uncharted 3. Tobi hat es schon angekündigt, dass ich das spielen werde, aber wir haben uns jetzt geeinigt, dass er das spielen wird. War halt auch schon Teil 1 und 2 gespielt. Und ich denke mal, das macht eigentlich am meisten Sinn, ne, um da eine klare Linie reinzukriegen. Ich werde heute stattdessen Deadpool spielen. Warum Deadpool, fragt ihr euch? Tja, es aus diesem Grunde, weil der Film mit Ryan Reynolds gerade in den Kinos angelaufen ist. Ja. Und ja, wir haben ihn noch nicht gesehen, wollen ihn aber auf jeden Fall sehen. Wir werden ihn uns noch anschauen, auf jeden Fall. Wir sind Comic-Verfilmungsfans, auch Comic-Fans natürlich. Und Ryan Reynolds finden wir auch ziemlich cool. Von Deadpool kenne ich persönlich nicht ganz so viel. Ich habe den erst sehr spät kennengelernt durch den ersten Wolverine-Film. Der hieß auch Wolverine, das erste Wolverine-Spin-Off. Genau, da wurde er ja auch schon von Ryan Reynolds gespielt. Ja. Da fand ich es allerdings noch nicht ganz so cool. Aber gut, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Vielleicht ist er ja der coolste Superheld aller Zeiten. Warten wir mal ab. Ja, was ich noch dazu sagen habe, also Deadpool kenne ich schon gleich ein bisschen länger als Tobi. Also ich kenne die Maske auf jeden Fall und ich habe schon immer was davon gehört und es soll wohl sehr schwarzhumorig sein. Und ja, ich bin gespannt auf das Spiel. Ich hoffe ihr auch. Ich weiß wohl, dass es schon für die PS3 vor ein, zwei Jahren rauskam und jetzt, naja, ein bisschen Geldmacherei wird schon dabei sein, dass sie das jetzt für die PS4 konvertieren. Aber jetzt werde ich spielen und ich freue mich auf Humor, Action und Geschnetzel. Ja, ich werde nur zuschauen und ein bisschen kommentieren und mich unterhalten lassen von André. Und André beim Schießen zuzugucken ist immer sehr unterhaltsam. Also werde ich heute voll auf meine Kosten kommen. Auf jeden Fall. Also Leute, viel Spaß. For you if you're interested. The coin is good, so just let me know. Oh, and regarding that other thing you texted me about, I can't. I mean, it was just supposed to be that one time, and I... Anyway, just call me. Deadpool, it's Peter Della Penna from High Moon Studios. You know, the guy you kept calling dickhead when you cornered me in the parking lot the other night? Anyway, I looked over your proposal. Not gonna pretend I understand any of it, but the answer is no. We're gonna pass on your big game idea. What? He said no? That was our chance to be in our own video game. Maybe we shouldn't have written the proposal in crayon. Relax. You know he's gonna call back. Oh, yeah, because of the... Deadpool! Hey, it's Peter. You know, dickhead. Remember when I called you earlier and told you no? I'm such a joker, because I meant yes, of course! The new proposal you sent over this morning went off with a big bang in the office today. Genius, just genius! So, sum it up, congratulations. Let's make a video game. See? Once again, our explosive personality wins the day. High five! No high fives, we're voices in our head. I've got my top designers banging away on a script right now. As soon as it's ready, we'll send it right over. Script? So, da wären wir. Deadpool. This is bullshit. A script? Like some dingus word writer is gonna know better than me how to show how amazing I am. Amazing is more Spider-Man's thing, really. Yeah, right. What's so amazing about that geek? Well, superhuman strength and reflexes, extrasensory perception, genius-level intellect, the ability to stick to... Click! Der labert mir zu viel. Yeah. Oh! Hey, what's that? Guys tracking my every move now? But I haven't even accomplished anything in this game yet. And there's another one. Oh, so it's gonna be one of those games, huh?
Also, ich habe noch nichts gemacht, außer aufstehen und schon zwei Trophäen erlangt. Ja, das finde ich nicht. Das ist schon ganz gut. Ja, also Deadpool, wahrscheinlich werde ich auch manchmal dazwischen reden, wenn Deadpool gerade redet, aber dieser Charakter ist dafür bekannt, dass er eigentlich immer redet. Und ja, wir sind wohl jetzt gerade in seinem Apartment. Okay, und jetzt kann ich mich hier anscheinend umsehen. Na, gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Fernsehen. Was läuft denn? Ja, bei Deadpool Let's see who gets kicked off this bestimmt Pornos. Deadpool, branded as both hero and villain. Deadpool was once a badass mercenary named Wade Wilson. After being recruited into the Weapon X program, Wade was subjected to experiments that gave him awesome regenerative powers and drove him batshit crazy. Today, the Merc with a Mouth travels the globe in search of fortune and chimichangas. Chimichangas? Chimichangas. Weißt du, was das bedeutet? Nö. Ich glaube, das weiß keiner so richtig. Das ist so ein Begriff von ihm. Aber sagt man das nicht zu Frauen auch? Das ist Ja. meine Chimichanga. Ich habe das auf jeden Fall schon mal irgendwo gehört. Ja, ich nur irgendwie im Deadpool-Universum. Also, ich kenne mich auch nicht ganz wirklich gut aus, aber Chimichangas ist auch so ein Begriff von Deadpool. Ist auch überall in der Werbung irgendwie zu hören und zu sehen. Und ich weiß wohl, dass das im X-Men-Universum spielt und er. Also dieser Charakter sich bewusst ist, dass er eine fiktive Figur ist, was das sehr interessant macht. So, gefernseht habe ich, Fernseh geguckt habe ich. Was gibt's denn noch? Nee, Gefährden Sie? gefernseht. Ich gehe noch nicht an die Tür. Ich will mich erstmal hier umsehen. Oh, Anruf. Nolan, hey, what's up, buddy? We're making a game about me. We gotta have you do the VO, man. I mean, see, here's the thing. People tell me we sound alike. That sounds awesome, Deadpool. Listen, I had a different take on it. Maybe we just make you, you know, maybe it's an alternative type of Deadpool. You know, it's somebody who's like, forget the boobs, let's just go for pecs. You know, pecs and biceps, forget girl. Why don't you just contact my agent for the booking and we'll see what we can do. Ah, he's so in. Look, Deadpool, I got another call coming in, gotta take it. Good luck with the game, though. Okay. Ja, ich habe gelesen, dass Nolan North Deadpool spricht. Weil Nolan North spricht ja eigentlich fast alle Ja, Computerspielcharaktere, und sehr alle, die viele. er nicht spricht, spricht dann Troy Baker. Ja, genau, das wollte ich auch noch sagen. Wollen wir ihn nochmal anrufen? Ich mag Ja, gerne mit voll. Nolan reden. Nolan North ist total cool. Ich Ja. finde die Stimme total geil. Oh, die Macher des Spiels. Das ist nicht Nolan. Nein. Ach, das Studio will nur Geld verdienen. Okay. Schauen wir mal, was haben wir hier? Oh, drücke L1 zum Angeben. Na denn? Und schon wieder ein Trophäe. Mit Deadpools Kram gespielt. 3 von 14. Let's see what's behind door number one. L1 für die Hündchenstellung. Doggy Star. So, how's the ball looking coming along? Red Rocket! You just sit tight and I won't have to shoot you. Doggy, I like your style. Ja, er ist ein. Ja, wie nennt man so einen? Spinner? Ja, ein totaler Idiot. Poser? Ja. Der ist ganz schön groß. Obviously the prop guys never got around to making me an awesome guitar. Ryan Reynolds ist ja auch groß. Kann ich das nochmal machen? Oh, I schade. can air guitar any riff ever. Just not in a licensed commercial product. You might hear that line once or twice more in this game. Okay, was haben wir? Kurze Info für die Leute, die es nicht wissen: Ryan Reynolds ist der Schauspieler, der ihn in dem Film spielt. Ja, stimmt. Oh, hier drücke X, um eine Stinkwurst zu machen, oder Kreis, um Keimen abzutöten. Ja, Tobi, was meinst Nein. du? Stinkwurst Ich oder brauche eine Stinkwurst. Stinkwurst bin ich auch voll dafür.
There we go. Now we're talking. Much more realistic. Fine. You asked for this. Hundreds of... Oh, you gotta love the ones that make you sweat. Alter. Oh, das wird ein witziges Spiel. Ja, hinterher macht er sich nicht sauber, aber das müssen die Verhältnisse. Kann ich noch eine Stinkwurst machen? You wanna watch me crap, huh? What kind of game do you think this is? Freak. Coming in hot! Coming out hot is more like it. You really should cut back on the Mexican food. What? Okay. Keime abtöten. Ja, ich gehe gleich an die Tür. Ich will mir mal umgucken hier. Why would anybody want to see that? I sure as hell don't. Why did they think I wear a goddamn mask? Ja, this game doesn't like try to do the whole tragedy behind the comedy thing. Ich glaube, er sieht auch so aus, weil er ja irgendwie Krebs hat oder so, aber irgendwie seine DNS, er ist so wie Wolverine, unverwundbar, ne? Also. Naja, aber wegen des Krebses kann ja sein Gesicht nicht so aussehen, ne? Ja, durch die Tumore, weil er sich immer regeneriert halt, ne? Durch die ganzen Tumore, aber er stirbt daran nicht, weil er sich immer wieder regeneriert hat. Ja, genau, halt, ne? Das war, aber ich dachte, das hat vielleicht irgendwas mit dem Experiment oder mit der Operation da zu tun, dass sein Gesicht so aussieht. Also das weiß ich nicht. Also so gut kennen wir uns mit Deadpool nicht aus. Also ich habe ihn auch erst vor ein paar Jahren kennengelernt. Ich kannte den bis vor... In welchem... In Wolverine. Wolverine habe ich ihn das zum ersten Mal gesehen. Ja, und dafür schämt sich Ryan Reynolds bis heute noch, weil diese Darstellung war nicht so doll. Mhm. Und er ist... Ryan Reynolds soll ein ganz großer Comic-Fan sein. Ah, okay. Und der liebt Deadpool. Und ich glaube, jetzt macht er alles richtig. Jetzt kann ich essen. Ein bisschen essen oder nein, danke. Essen natürlich. Durch die Maske. Really didn't think this mask thing through, did I? Er ist auch nicht der hellste unbedingt. Den letzten Bissen, ja. Damn it. Yeah, tasted like a cheap outsourced. Okay, 8 von 14. I just ate the leftover pizza from all that developer crunch time. Am I right? Ja, das musst du alles... Nee, muss ich nicht, kann ich aber. Okay. Das gibt Trophäen und ich will ja sehen, was man hier alles machen kann. Kochen. Oh, das sieht nett aus. Aber ich dachte, das wäre vielleicht jetzt das Ziel sogar des Levels, dass du möglichst viel... Naja, das weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber nee, ich glaube, das Ziel ist, an die Tür zu gehen. Deadpools Kram gespielt. Okay, was haben wir noch? Öffnen. Okay. Total unnötig, aber okay. Alright. Bet you thought there'd be some kind of payoff with the empty cupboards. Nope. Ja, ich komme ja gleich. Ja, Bier. What's this? Yeah. Der Mann hat Geschmack. Gruppenzwang macht mich zum Trinker oder nein, danke. Wer sagt denn nein, danke bei Bier? Hallo? Hm, hm. Oh, ich glaube, wir trinken noch eins. Eins kann man noch. Ein Gourmet. Okay, das reicht, glaube ich. Alright, I got it. Now what? Okay. Mal schauen. Was haben wir noch? Wo ist denn hier? Der muss doch noch ein Schlafzimmer oder irgendwas haben, oder? Hier war ich. Jawoll! Willkommen bei Deadpool Crips. Und hier geht die Magic ab. Wo ist denn Mrs. Deadpool? Da, an der Wand. Oh, warte. Oh, hier, wie heißen die noch? La Katharina? Nee. La Katrina, ja. Katrina, Oh, da geht was ab im Nachbarzimmer. Der ist aber ganz schön hartnäckig. Also der klingelt. Ja. Und er hat ein eigenes X-Men-Kostüm. Oh ja, oh, Baby. Ein dicker Ballermann. Holy gunpowder! Now this is what it's all about. Look at all this fine weaponry. Ja, voll.
Okay, können wir hier trainieren? Oh, Internet surfen, das machen wir doch alle gern. Ich wette, der hat eine eigene Facebook-Seite. Und ganz viele Pornoseiten. Auf jeden. Oh, mit Modem noch. Und er schizophren. Yes and yes. Ooh, new sys-pop videos. Favorite. How do I update my status to erect? Ich liebe Nolan nur aus seiner Stimme. Das ist großartig. Doesn't this guy ever get the hint? How do I update my status to bored shitless? Ja. Ja, ich glaube, da könnte man jetzt so eine halbe Stunde weiter gucken. Okay, let's see if there are any new Merc job postings. Oh, seltener Jobs. Status update. Just had the best chimichanga from Samantha's Tacos. Chimichanga, ich überlege gerade, woher ich das, wo ich das schon mal gehört habe. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Comments. Ja, irgendwie aus dem Film. Ja? Oh, people love me. Duh. Ich könnte stundenlang jetzt zuhören und weitergucken, aber wir wollen ja auch mal langsam mit der Action losgehen. Sollte es ja so langsam mal. Okay, was haben wir hier noch? Interagieren. By the long face. She always looks so surprised to see us. If this game had a shame meter, it'd be full right now. Oh, weil er betrachten. We're not gonna put our penis in that, are we? Warum nicht? Oh yeah. Also eigentlich müsste es hier noch 12 von 14 Sachen habe ich, ne? Jetzt will ich auch nochmal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Oh, it's like Art that I can shoot people with. Okay, kann ich. Oh, warte, hier war noch was. Hä? Ja, das waren die Waffen. Ja, waren die? Okay. Alle einmal noch. Vielleicht habe ich noch was verpasst. Boah. Ooh, I haven't cyberstalked Siren today yet. Okay. I'm gonna show you one of my Deadpool comics. Ja. So, hier scheint es nichts mehr zu geben. Also irgendwas muss es hier noch geben. Und Deadpool hat ein Fahrrad. Okay, ich könnte jetzt an die Tür gehen. Oh, warte, was war da noch? Anruf. Hündchenstellung habe ich schon. Luftgitarre habe ich auch. Fernsehen hatte ich auch. Oh, ein Nickerchen. Nickerchen geht auch noch. Wake us up when you wanna, you know, actually go kill stuff. Our speech bubbles don't appear above our head when we sleep, right? Are you kidding? No. Das ist eine von seinen Persönlichkeiten, die da mit ihm. Okay. Oh, 13. Eine fehlt noch. Also jetzt bin ich ja ein bisschen neugierig, ne? Hündchenstellung, was habe ich denn hier noch verpasst? Stinkwurst, Keime abtöten hatte ich. Habe ich hier noch was vergessen? Keime abtöten waren die. War die Hände waschen. Ja, Hände waschen, okay. Zum Einschalten stand da. Habe ich vorhin. Achso. There you go. Läuft das Kartenhäuschen da? Auch nichts. Pizza hatte ich gegessen. Oh, it's the moment on the lip. Ja, es geht. Da habe ich schon einen Oscar für bekommen. Wollte ich schon sagen. Nein. Ein Oscar? Eine Trophäe. So, aber irgendwas muss da hier noch sein. Verdammt. Best Achievement in Pizza Eating. Ja, irgendwie sowas in der Richtung. Aber, sag mal, habe ich vielleicht doch noch was im Schlafzimmer vergessen? Kühlschrank. Ach, hast du schon. Habe ich auch schon, da war nur Bier drin, ne? What's this? Ach, ich gehe jetzt an die Tür. Hund habe ich. Fernsehen habe ich. Vielleicht ist an die Tür gehen ja der Letzte. Was denn? Vielleicht ist an die Tür gehen der Letzte. Könnte auch sein, ja.
Wir probieren es jetzt einfach. Oh, mal gucken, wer das ist. Underwear? Are you trying to say underwear? Also jawohl, ich bin bereit zum Metzeln. Nein, ich will noch mit meinem Kram spielen. Ich denke, wir sind bereit fürs Metzeln. Absolut. Hello, sir. I have a package. Yoink. Shit. As I suspected. Words everywhere. Lame. We should read some of them. Fine. Scene one. Dark and stormy night. Deadpool is contracted to kill media mogul Chance White, who is blah 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 diddy blah blah. You don't need that. Edit that. Ah, crayons. Very classy. Why are we trying to kill What's-His-Face? Who cares? I'm making art here. Behold! Das sieht doch schon gut aus. Player understands our thinking yet. A player, just go with it. Spider-Man pose. Ja, stimmt. Fucking life. Bring the noise!